Hallo Freunde und willkommen zu einer ersten Folge von Let's Play Edolas mit dem Noob. Heute alleine in der Folge. Ihr seht vielleicht schon wieder ein neuer Skin oder ja, ein neuer Skin. Das erkläre ich euch. Insgesamt in diesem Video Let's Play wird mit dem Charakter hier stattfinden. Mit keinem anderen. Denn, also was passiert ist und so erkläre ich euch gleich. Ich erkläre euch auch die IP-Situation. Aber das ist so praktisch eine Art Prolog. Eine Art Prolog in der Story-Let's Play des IP-Charakters, das ich nun starten werde. Also, zum Charakter selber. Das hier ist Philipp von Schauenburg. Ein Ritter des Erzherzogtums Silberhafen. Ja, Erzherzogtum. Er kam vor einiger Zeit hier an den Lönnenseer Hof, am Bauernhof, der noch nicht hundertprozentig fertig gebaut ist. Also müssen die Felder noch alle fertig gemacht werden. Und es fehlen noch ein paar Chunks, die geklemmt werden müssen, damit die Mauer um die Windmühle hin fertig gebaut wird. Ja, also er wohnt auf diesem Lönnenseer Hof. Ist Ritter und wohnt tut er hier mit dem Bauern, Super P ist das, und mit einem Wirt des Wirtshaus Gasthaus zur Birne, weil das hier ist der Birnenseer Hof, weil dieser See hier von hier aus gesehen aussieht wie eine Birne. Ja, also das sind die drei Leute, die hier auf dem Hof leben und diesen Bauernhof praktisch bewirtschaften. Nun zum Charakter an sich. Er ist noch recht jung, 24, und er lebt, wie gesagt, hier. Er ist eigentlich der Sohn eines Grafen, des Grafen Nikolaus von Schauenburg, der übrigens historisch wirklich existierte. Kurz in die richtige Geschichte der richtigen Welt zurückgeschweift. Die Schauenburg-Dynastie waren Grafen. Über Jahrhunderte lang waren sie die Grafen des der Grafschaft Holstein im heutigen Schleswig-Holstein. Die waren früher Untertanen des deutschen Herzogtums Sachsen, was also nicht vergleichbar mit dem heutigen Bundesland Sachsen. Herzogtum Sachsen war das stärkste Herzogtum im kompletten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und ja, nachdem das zerfiel, wurde Holstein, oder die Grafschaft Holstein, irgendwann aber vom dänischen Königreich erobert. Und wurde zu einem Vasallen des dänischen Königreichs. Auch während der Zeit der Kalmarunion dann irgendwann annektiert wurde. Aber dennoch gab es weiterhin die Grafschaft, nur mit noch weniger Autonomie als. Das so kurz zur Grafschaft, zur Grafschaft und der Dynastie der Schauenburg. Die Dynastie der Estrissons, in Ingame hier eine Alemannen-Dynastie, die Grafschaft dann von meinem erfährlichen Vater irgendwann dann erobert haben, also das heißt nicht irgendwann, aber erobert haben, weshalb ein paar Jahre nachdem mein Charakter Philipp von Schaumburg zum Ritter geschlagen wurde. Das heißt, er konnte nie das Erbe antreten, Graf werden, weil seine Grafschaft, oder seine zukünftige Grafschaft, erobert wurde, seine Eltern wurden getötet. Die Dynastie der Estrissons ist eigentlich eine dänische Königsdynastie, die lange Zeit über das dänische Königreich herrscht. Nun, in dieser Welt hier ist es aber so, dass diese richtigen Orte und Königreiche nicht existieren. Hier ist es einfach so, dass in einer anderen, auf einem anderen Kontinent gab es die Grafschaft Holstein, die Grafschaft Schauenburg. Also, mein erblicher Vater, Nikolaus von Schauenburg, und meine erblicher Mutter, Emma von Schauenburg, wurden getötet
Während die Estrison-Dynastie mit einem Königreich im Norden die Grafschaft eroberten. In diesem Spiel hier sind das alle Mannen, also einer ein für eine Grafschaft eroberten. Dadurch hat mein RP-Charakter einen Hass auf alle Mannen entwickelt und mag sie halt einfach nicht und will sich eigentlich an ihn rächen, den Tod und weil die ihn sein Erbe genommen haben. Sein Ziel jetzt ist es aber, hier in Silberhafen, im Erzherzogtum Silberhafen, ein neues Lehen zu bekommen, um die Dynastie der Schauenburgs wieder groß zu machen. Aber nicht nur groß, sondern wirklich dem wieder einen Namen zu machen, damit jeder den Namen kennt und vor ihm erzittert. Warum ich jetzt hier lang gehe, das zeige ich gleich, weil also er plant dann in seinem Lehen, was er hoffentlich bekommt, dadurch, dass er im momentanen Krieg, Krieg hilft. Nämlich ist es so, das Erzherzogtum Silberhafen und das Herzogtum Arlehen sind im Krieg miteinander. Also der Krieg dauert jetzt schon seit ungefähr, seit ungefähr einem Monat und im RP seit mehreren Jahren an. Der Grund des Krieges ist einfach der, dass sich das Herzogtum Armington in eine interne Angelegenheit des Herzogtums Arlehen eingemischt hat. Nachdem der Herzog von Armington aber ohne Erben verstarb, wurde das Herzogtum Armington an das Herzogtum Silberhafen vererbt. Nun entstand dadurch das Erzherzogtum Silberhafen mit einem Erzherzog und dieses Erzherzogtum Silberhafen umfasst fast den kompletten Süden, abgesehen von dem von der Grafschaft Finsterstein, die damals aus Armington austrat und sich dem Herzogtum Arlehen angeschlossen hat, weil dort eine Pilgerstätte des Arlenismus. Ja, erstmal soweit. Also, das ist momentan die Situation, dass dadurch halt ein Krieg entstand. Silberhafen hatte sich aber Armington angeschlossen und der Krieg wurde dann vom Erzherzogtum Silberhafen gegen den übernommen. Seitdem herrscht ein Krieg, der Erzherzog von Silberhafen ist aber zurzeit in Gefangenschaft. Dann gab es eine Schlacht im Finsterstein, in der das Heer von Silberhafen versucht hat, den Erzherzog zu befreien und die Festung einzunehmen. Die endete mit einer totalen Niederlage. Dort starb mein alter RP-Charakter Fernando Morenos, ein Händler, im Jahre von 50, der sich trotzdem der Sache anschloss und kämpfte. Sven vor Goldfels existiert nicht mehr, wurde gelöscht, weil dort niemand. Ja. Und so starben einige RP-Charaktere. Wurden zum Teil natürlich entsprechend neu erstellt. Der einzige Überlebende der Schlacht war der Graf von war der Graf von Kempsford. Er war der einzige Überlebende, der diese Schlacht um Finsterstein überlebt. Der Rest wurde komplett vernichtet. Und die Alemannen hatten keinen einzigen Verlust. Und die kämpfen nur zu viert. 4 gegen 12. Gut, da könnt ihr euch vorstellen, abgelost haben. Auch ich kämpfte halt mit. Nun, hatte ich danach halt meinen Ritter, Philipp von Schaumburg erstellt. Info, ihr könnt keine Info an die Spieler so. Die können keinen Adler erstellen, das ist ein Privileg, aber die dürfen auch nur Niederadlegerstände dürfen sich nicht selbstständig ein Lehen geben. Also, sie können sich nur maximal als Graf erstellen und dieser Graf, der darf dann aber nicht einfach so schon über ein Land oder so herrschen, sondern muss Land trotzdem innerhalb des APs erst bekommen. Der Hof liegt im Westen
Und alle anderen Städte liegen im Osten. Noch zumindest. Ja. Jetzt übrigens eine Brücke. Ja. Also, der Birnseer Hof liegt im Mittelpunkt von ganz Edo. Also liegt im Mittelpunkt des Erzherzogtums Silberhafen. Deshalb möchte ich hier auch mein zukünftiges Lehen haben. Und dieses Lehen soll ein Dorf, eine Burg und den Birnseer Hof umfassen. Ja, wenn man hier über die Brücke kommt, soll direkt hier ein Dorf stehen. Das heißt, ein Weg soll hier lang führen und halt ein Weg hier zum Birnseer Hof. Dann, falls es einmal mal passiert, dass sich im Westen ebenfalls Städte und Dörfer gründen, dann ist dann ist das hier ein Handels- und Wirtschaftsknotenpunkt. Eben aufgrund dessen, dass jeder, der vom Westen nach Osten oder vom Osten nach Westen will, hier lang muss, weil es keine andere Straße geben wird. Zumindest erstmal nicht. Das heißt, es wird ein riesiger Handelsknotenpunkt, wodurch ich und auch das Dorf sicherlich Reichtum erlangen könnten. Das sind aber natürlich nur, wenn das RP entsprechend läuft und wir die Menge haben, die dann auch die ganzen Städte gründen, weil es gibt neue Anforderungen für Städte, nicht nur braucht man Geld oder man braucht mittlerweile auch bestimmte Spieler, die einen bestimmten Beruf. Dann, wo kommt meine Burg hin? Die Burg Schauenburg. Von der kann ich euch mal ein Bild einblenden. Ein Bild aus dem Internet, was ich so ähnlich bauen will. Ja. Und das soll hier auf diese Insel hin. Das soll diese Insel. Hier kommt das Burgtor hin und eine Brücke, die hier heute ans Festland führt. Auf der Höhe wahrscheinlich. Oder vielleicht auch auf der Höhe. Mal sehen. Dann führt hier eine Mauer entlang. Hier kommt ein hier kommt ein kleinerer Turm hin in der Mauer. Hier geht es halt weiter. Hier soll das Abwasser der Burg rauslaufen, später. Und hier, auf dem Teil kommt der große Bergfried oder Burgfried, wie auch immer man ihn nennen will, hin. Und hier kommt dann das große Hauptgebäude, praktisch in hier hin. Hier führt dann noch eine Mauer lang, bis es wieder geht. Und in der Mitte führt hier auch nochmal ein lang. Das heißt, es gibt zwei Burghöfe. Hier kommt dann vielleicht noch ein, also irgendwo kommt auf jeden Fall noch ein kleiner Stall hin, wo ich mein Pferd und so. Ja, also das ist mein Plan für diese Burg. Ich hoffe, das war irgendwie jetzt nachvollziehbar, so wie ich es gezeigt habe. Dann ist es halt immer noch so, dass wir den Krieg haben. Und am Wochenende, also das kommende Wochenende jetzt, dort wird ein. Dort wird die Belagerung von Chemsford stattfinden, von den Alemannen. Bisher ist eigentlich alles außer Chemsford von den Alemannen besetzt. Die hatten eine Zeit lang schon auch Chemsford erobert, aber Chemsford hatte sich wieder befreit. Und nun sammeln sich dort alle restlichen Bewegungen und Soldaten von ganz Silberhafen, um Chemsford zu verteidigen. Und wenn diese Schlacht gewonnen ist, werden weitere Angriffe folgen müssen, um eben diesen Krieg vielleicht noch umzudrehen, auch wenn er eigentlich verloren ist. Bisher zumindest verloren. Da kann man halt nicht sagen. Dazu habe ich übrigens haben wir hier am Bauernhof jede Menge Essensprobleme. Ja. Und nun ist die Sache. Gerade für diese neuen Anforderungen von Städten und Burgen, wo auch ich mich als, auch wenn ich Edmund bin, trotzdem muss, dann würde ich mich ja dran halten. Das heißt, ich brauche dementsprechend noch einiges, um meinen Plan mit den Bauten im Lehen umzusetzen. Und dort kann ich jetzt mal sagen, was ich erstmal für die Burg. Weil ich glaube, die Burg wird das erste, was kommt. Und danach das Dorf. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Je nachdem, wofür ich zuerst die erforderlichen Mittel.
Man braucht für alles Geld. Für das Dorf brauche ich zum einen natürlich das Siedlungsrecht des Erzherzogs, aber wenn ich dort ein Lehen bekomme, habe ich das. Dann brauche ich das. Ja, dann brauche ich 2500 Schillinge. Habe ich noch lange nicht. Weil zum Beispiel auch recht schwer ist, Geld auf dem Server zu verdienen, aber dort gucken wir noch, wie wir das Belay ändern, ohne dass zu viel Inflation kommt. Weil wir wollen Geld ja auch nicht komplett entwerten. Wenn es endlos viel gibt, ja, dann ist Geld einfach nichts mehr wert. Dazu arbeiten wir ja auch daran, an einem neuen Wirtschaftssystem, was RP und Handel erzwingt, aber was wirklich, wirklich was Gutes. Also da kann bei diesem neuen Wirtschaftssystem kann ich euch sagen, wir arbeiten dran und es wird super. Aber dazu kommen dann irgendwann mehr Informationen. Dann, was brauche ich für das Dorf und für die Burg? Für das Dorf 2500 Schillinge, den Beruf des Zimmermanns. Also ich brauche insgesamt erstmal mindestens 5 Spieler. Ja, also 5 Spieler benötigen. Dann, was benötige ich noch? Nicht nur 5 Spieler, sondern diese Spieler müssen auch entsprechende bestimmte Berufe ausführen. Ich gucke aber noch mal kurz auf die Liste, was das ist. Weil, sorry, ich weiß sie nicht hundertprozentig aus dem Kopf. Kann man, glaube ich, verstehen. Ja, einmal ganz kurz da. Nicht bei Burg, sondern bei genau. Der ist der Rang hoch Wirtschaft, das brauchen wir nicht. Gut. Ja, hier. Mal ein Dorf gründen will. Man braucht 2500 Schillinge. Mindestens 5 Spieler am Anfang. Und man braucht halt die Erlaubnis des Lehensherrn dort zu. Man startet mit dem Stadtrang Siedlung. Kann das bis Dorf ausbauen. Nach 20 Einwohnern muss bei einem Dorf erstmal Schluss sein, bis sein man erhält das Stadtrecht. Ah ja, das Stadtrecht. Dann kann man höher gehen mit den Einwohnern, weil dann kriegt man eine Stadtränge der Stadt. Und dann darf man auch im Stadtstil bauen. Muss nicht. Ein Dorf darf aber halt auch nur im Dorfstil bauen, sprich ländlich. Kleinere Häuser, maximal 2 Stockwerke und sowas halt. Nicht im Renaissance-Stil, sowas. Nee, Quatsch, ein Dorf möchte mal 19 Spieler haben. 20, 19. Weil ab 20 gibt es einen höheren Stadtrang, nämlich den Rang Kleinstadt. Und den darf man halt erst, wenn man das Stadtrecht Ding hat. Aber das sollte, glaube ich, kein Problem. Und vor allem erstmal diese 19 Einwohner in einer Stadt zu bekommen, ist zurzeit fast undenkbar. Ja. Dann braucht man halt folgende Berufe. Mindestens einen Lebensmittelversorger. Daraus, also Fischer, Bauer, Hirte, Jäger, sowas. Was wir in unserem Fall aber nicht brauchen, aber einfach einen anderen Beruf, das heißt da einen x-beliebigen Beruf, trotzdem die vom Spieler. Wir brauchen keinen Lebensmittelversorger, weil wir den Birnseer Hof haben, direkt nebenan, der das Dorf und die Burg mit Essen versorgen kann. Das heißt, Lebensmittelversorgerberuf fällt raus. Brauchen wir aber trotzdem einen Spieler. Dann braucht man einen Gründer, einen Dorfvogt. Ja, das ist, denke ich, klar, was das sein soll. Der verwaltet das Dorf. Dann, was braucht man noch? Man braucht einen Handwerker. Nämlich mindestens einen Werkzeugschmied, der die Werkzeuge für den Bau des Dorfes macht. Und mindestens ein Zimmermann. Der Zimmermann ist meistens zum Beispiel jemand, der gut bauen kann. Ja, der einfach handwerkliche, den Beruf eines Handwerkers ausführt. Aber hauptsächlich halt zum Beispiel baut und so. Vielleicht aber auch gut einrichten kann. Dann eher Richtung Tischler. Das sind die Sachen, die festgelegt sind. Das heißt, wir brauchen von den 5 Spielern, die wir brauchen, sind 3 dabei, die
Einer muss der Dorfvogt sein, weil ich werde der Chef der Burg sein. Das heißt, ich werde nicht im Dorf leben. Das werden wahrscheinlich zwei verschiedene, technisch gesehen zwei verschiedene Städte sein. Das heißt, ich brauche einen Dorfvogt, der sich das zutraut und der das aber auch machen will und sich drum kümmert. Dann bräuchte ich einen Werkzeugschmied und einen Zimmermann und noch zwei weitere Spieler, die aber im Beruf her theoretisch sein können, was sie wollen. Aber vielleicht am besten noch etwas, was der Wirtschaft beiträgt. Dann, ja, das ist das, was wir für die Stadt brauchen. Nichts davon habe ich bisher. Aber dann geht's weiter mit Burgen. Was ich für meine Burg brauche. Erstmal, was eine Burg ist, brauche ich einen Viertel. Ja. Eine Burg kostet 3000 Schillinge. Das heißt, ich brauche zuerst mal 2500 fürs Dorf und 3000 für die Burg. Eine Burg hat keine maximale Einwohnerzahl, die sie haben darf, weil es eben eine technisch keine Burg ist. Und sie hat aber Anforderungen an Spielern, was ich brauche. Nämlich einen adligen Herren ab Ritter, ist gegeben, bin ich. Dann einen Knecht, einen Knecht als ja, Ritters oder des Adligen. Eine Magd oder zwei Knechte statt eine Magd und ein Knecht, zwei Knechte. Andersrum geht es nicht, weil jeder adlige Ritter oder jeder Adlige braucht so oder so einen Knecht. Da geht es nicht, dass ein Herrscher da ist. Also jeder Adlige brauche bei einer Burg einen Knecht. Da reicht es nicht, wenn es eine Magd oder zwei Mägde sind. Das passt nicht, aber ein Knecht kann eine Magd ersetzen. So rum. Dann brauchen wir auch noch mindestens zwei Soldaten zur Burgverteidigung und einen Burgvogt, der sich während der Abwesenheit des Adligen um die Burg kümmert. Oder insgesamt auch Befehle des Adligen weiterleitet an das Burgpersonal. Das sind so die Sachen, die wir brauchen für diese Burg. Insgesamt ist es so, wenn ihr euch noch vor der Schlacht ready macht, für eine Schlacht auf den Server kommt, könnt ihr theoretisch auch, ja, auf welcher Seite, das ist euch überlassen, und auch egal in welcher Stadt, könnt ihr theoretisch vielleicht auch noch an der Schlacht teilnehmen. Ja, also insgesamt, momentan läuft das RP echt interessant ab. Das will ich mal so gesagt haben. Gut, und das Video ist jetzt schon wieder viel zu lang geworden. Entschuldigung dafür. Abonniert den Kanal, um keine folgendes Let's Play zu verschaffen, die dann passen. Dann nicht so lang sind wie die Prologfolge hier. Tut mir leid. Aber liked doch das Video, um zu zeigen, ob ihr dieses überhaupt sehen wollt. Hoffentlich. Dann und noch gerne auf dem Server. Discord ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr braucht erst einen Charakter, dann könnt ihr spielen. Ja. Minecraft-Server. Minecraft-Roleplay, Realismus, Mittelalter-Server. Das Thatcher-Pack ist übrigens das Server-Thatcher-Pack, was mittlerweile Pflicht ist. Gut. Dann, ja, aber tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer NoobMLG.